Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wandern wir auf den Wurmberg. Er liegt über 971,2 Meter über Null im Oberharz. Dort oben gibt es sehr viele Attraktionen für die Familie im Winter und Sommer. Die Seilbahn ist 2,8 Kilometer lang und ist ganzjährig geöffnet. Dort oben gibt es einen Turm. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person. Wenn man mit dem Fahrstuhl nach ganz oben gefahren ist oder die Treppen gestiegen ist, ist man ungefähr über 1000 Meter über Null. Falls Sie Kinder haben und Sie möchten nicht mit dem Fahrstuhl runterfahren oder die Treppen runtergehen, können Sie sich auch von unten einen Teppich mitnehmen und die Rutsche runterrutschen. Direkt neben dem Restaurant gibt es auch einen Harzer Wandernadelstempel. Allerdings gibt es oben noch einen kleinen See, um den man wandern kann. Und noch vieles mehr.